Trendwende am Ölmarkt. Nach wie vor beherrscht das zu hohe Ölangebot auf dem Weltmarkt das Geschehen. So stiegen laut am Mittwoch vorgelegten Daten der US-Regierung die Vorräte an Benzin und Destillation zuletzt stark an. Der Preis für Rohöl der Organisation Erdöl exportierender Länder ist stark gesunken. Das OPEC-Sekretariat meldet am Donnerstag, dass der Durchschnittspreis aller Ölsorten des Kartells am Mittwoch bei 44,85 US-Dollar lag. Das waren 1,77 Dollar weniger als am Dienstag. Über den Ölpreis, aber auch über Gold möchte ich jetzt mit Markus Bussler sprechen. Ich begrüße Sie. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, freue ich mich auch, also dass Sie da sind. Dass ich auch da bin auch allerdings, ja. Das klingt doch schon mal vielversprechend, ja. Was meinen Sie? Also heute steigen die Ölpreise wieder. Können wir da von einer Bodenbildung sprechen oder ist das zu früh? Nein, nein, nein. Also es ist noch viel zu früh, von irgendeiner Art von Bodenbildung beim Ölpreis zu sprechen. Übrigens an der Stelle vielleicht, ich möchte auch mal mit dem Märchen aufräumen, dass ein Überangebot auf den Weltmärkten für diesen Preisverfall verantwortlich ist. Dass es dieses Überangebot geben wird, das ist seit langem, langem bekannt. Also seitdem dieses Fracking-Thema in den USA aufgekommen ist, wusste man, dass man eine wesentlich höhere Ölmenge plötzlich auf dem Ölmarkt wiederfinden wird. Gleichzeitig war auch klar, dass es nicht so sein wird, dass die Wirtschaft so boomt, dass die Ölnachfrage die Bäume der Ölnachfrage in den Himmel schießen, ein bisschen schräges Bild, aber stellen Sie sich kurz vor, so wird es nicht sein. Also es war von vornherein bekannt, dass wir ein Überangebot an Öl haben, dennoch der Ölpreis war sehr, sehr lange in einer Seitwärtsrange gefangen. Was ist passiert? Nun ja, irgendwann ist diese Seitwärtsrange, übrigens auch ein schwieriges Wort, nach unten aufgelöst worden. Und was ist passiert? Spekulanten sind auf den Zug aufgesprungen, haben den Abwärtstrend verstärkt und das war dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich spare mir jetzt mal die englischen Worte. Ich komme ja heute schon mit den Deutschen nicht so ganz klar. Also es war so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Der Ölpreis hat dann Dynamik nach unten gewonnen. Und das Ganze sind immer mehr Spekulanten aufgesprungen, auch Kleinanleger. Und all das hat auf den Kurs gedrückt. Und das sehen wir jetzt bestimmt auch. Nein, es war kein Chart, es war eine Offmatz, wie Sie so sagen, die Sie eingeblendet haben. Und das Ganze hat dazu geführt, dass sich der Preisverfall beschleunigt hat. Und jetzt glaube ich, dass wir mittlerweile in eine Übertreibungsphase eingetreten sind. Das heißt, ich denke nicht, dass die Preise, wie wir sie jetzt sehen, auf Dauer haltbar sind. Ich glaube, und dabei bleibe ich, dass wir Ende des Jahres einen höheren Ölpreis sehen werden. Nur eines, kurzfristig weiß, glaube ich, keiner so genau, wie weit es noch nach unten gehen wird. Ich bekomme wieder Zuschriften, Mensch, soll man jetzt nicht auf eine Gegenbewegung spekulieren? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr riskantes Spiel. Bleiben Sie noch am Seitenrand, warten Sie erstmal irgendeine Bodenbildungsphase ab. Also wie Sie so schön gesagt haben, eben eine Umkehrformation, die ist noch nicht da und da warten wir jetzt einfach mal drauf. Es kann durchaus sein, dass die Übertreibung nach unten vielleicht sogar noch ein bisschen im Bereich von 40 Dollar oder vielleicht sogar darunter gehen wird. Das kann momentan einfach niemand sagen. Sehr, sehr riskantes Spiel. Schauen wir uns das Ganze mal von der Seitenlinie an. Ja, ich habe auch letztens gelesen, einige sagen 30 Dollar könnte auch sein, 30 US-Dollar bei Barrel. Was meinen Sie dazu? Ist das ein bisschen zu übertrieben oder kann alles sein im Moment bei Öl? Also Sie kennen ja das Spiel, alles kann, nichts muss oder sowas. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass 30 Dollar vom Ölpreis angegriffen werden. Wie gesagt, es ist eine Übertreibungsphase, da bleibe ich dabei. Wir werden auch nicht, Sie lesen es vielleicht in den ein oder anderen Medien schon, es wird dauerhafte Phase niedriger Ölpreise geben, daran glaube ich beim besten Willen nicht. Wir haben einen Ölkrieg, der momentan im Gange ist. Das heißt, die Saudis sind alles andere als erfreut, dass Fracking so ein Thema ist in den USA, dass so viele Fracking-Gesellschaften aus dem Boden schießen. Die wiederum werden jetzt Probleme bekommen bei den niedrigen Ölpreis. Übrigens auch einige Ölmultis werden Probleme bekommen, ihre Projekte weiterhin zu finanzieren. Und all das wird vielleicht dazu führen, dass wieder das Angebot schwindet. Ich habe zwar gesagt, das Überangebot ist nicht der Grund, aber natürlich ist es so ein psychologischer Auslöser, wenn es heißt, oh, jetzt gibt es plötzlich weniger Öl auf dem Weltmarkt, dass vielleicht einige Spekulanten wieder auf die Longseite wechseln. Das könnte den Ölpreis wieder nach oben treiben. Also nochmal, ich glaube nicht, dass es ein Dauerzustand ist, dass wir niedrige Ölpreise haben, aber durchaus 30 Dollar, warum denn nicht? Alles ist möglich. Ja, aber es heißt schon, dass jetzt im Moment, also es müsste so kommen, dass einige Firmen jetzt ihr Angebot zurückfahren, dass wir einfach dann doch ein niedrigeres Angebot haben und dann könnte es auch wieder bergauf gehen. Oder was wären so die Voraussetzungen, damit der Ölpreis dann auch wieder steigt? Wenn ich Charles Darwin wäre oder sowas, würde ich sagen, es ist eine natürliche Selektion. Also es werden jetzt einige wahrscheinlich vom Markt verschwinden, nämlich diejenigen, die eben bei höheren Ölpreisen darauf gerechnet haben, dass der Ölpreis weiter steigt und die Projekte haben, wo sie vielleicht, wenn sie alles mit einrechnen, also auch die Kosten, die sie haben, um so eine Ölquelle überhaupt mal in Betrieb zu nehmen, vielleicht 80 oder 90 Dollar brauchen, da wird irgendwann vielleicht mal die Bank kommen und sagen, Jungs, ihr fördert hier, wir legen für jedes Barrel, das ihr aus dem Boden holt, nochmal Geld drauf, das kann nicht sein, werden da vielleicht sprichwörtlich den Hahn abdrehen, die Banken, und das wird dazu führen, dass es weniger
ja, Fracking-Gesellschaften vielleicht gibt, aber auch vielleicht die eine oder andere konventionelle. Also wenn Sie sich in Kanada umschauen, all das, was aus Öl, Sand gewonnen wird, das ist hochdefizitär, das Ganze, kann man nicht vorstellen, dass die Banken das lange am Leben erhalten werden. Das wird wiederum dazu führen, dass das Angebot zurückgehen wird. Und ich denke, das wird auch dazu führen, dass dann irgendwann der Preis wieder nach oben dreht. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik dabei. Okay, dann kommen wir mal vom Öl zum Gold. Da gelten Sie als Experte. Empfehlen Sie denn da einen Kauf im Moment? Da gelte ich als Experte, klingt so ein bisschen zweifelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Nicht so bescheiden. Also ganz ehrlich, wenn man das physische Gold anschaut, und das macht ja eigentlich keiner, wenn Sie physisch Gold kaufen, dann schaut jeder komischerweise immer noch auf diesen Chart, wie der Goldpreis in Dollar steht. Und da muss ich sagen, ist eigentlich Quatsch, weil wenn Sie in Europa und Deutschland, wo auch immer Sie sind, zum Edelmetallhändler um die Ecke gehen, wenn Sie zur Hausbank gehen oder wenn Sie auch im Internet bestellen, Sie zahlen ja Ihr Gold in Euro. Und in Euro ist Gold tatsächlich auf, ich glaube, 15-Monats-Hoch gestiegen mittlerweile. Wir liegen beim Goldpreis, für eine Unze zahlen Sie mittlerweile 1.020, 1.030 Dollar. Und da lagen wir vor einem halben Jahr, glaube ich, noch so bei 960. Also der Goldpreis hat schon deutlich angezogen, was natürlich auch mit einer Euro-Schwäche zu tun hat. Das ist natürlich außer Frage. Aber das spielt für Sie eigentlich im Euro-Raum keine Rolle, wieso der Goldpreis steigt. Wichtig ist ja eigentlich, wenn Sie Gold gekauft haben, dass der Goldpreis steigt. Charttechnisch in Euro sieht der Goldpreis sehr, sehr gut aus. Also das heißt, wir haben durchaus mal Luft bis 1080, vielleicht sogar bis 1120 Euro. Da ist noch Luft nach oben und ich glaube nach wie vor, wenn Sie in physischer Form Edelmetalle kaufen, sei es Gold oder Silber, sind Sie mit Sicherheit nicht schlecht beraten, zumal das ja auch eine Versicherung ist gegen das, was so die Notenbanken rund um den Globus momentan fabrizieren. Man weiß nicht genau, wo es hinführen wird, deshalb ja, der Gold und Silber als physische Anlage mit Sicherheit nicht das Verkehrteste, was Sie machen können. Herr Wussler, schön, dass Sie bei uns waren. Danke für das Gespräch. Na, das hat mich auch gefreut. Ihnen vielen Dank, dass Sie auch mit dabei waren und wir sind dann später wieder zurück. Bis dahin, tschüss.